herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß Aalen. Wir haben ein 2:0 für RWE gesehen, dank zweier Tore von Benjamin Bayer und Leon Binder. Bevor ich zu den Trainern komme, sage ich Ihnen erstmal die Zuschauerzahl. Es haben sich über den Sieg fast 11.114 Zuschauer gefreut. Das ist also die offizielle Zuschauerzahl. Und wir haben auch noch mal ein paar Endergebnisse von den anderen Stadien, nämlich Düsseldorf gegen Lotte 1:3, Velbert gegen Aachen 1:0, Wegberg B gegen S04 2:3, Erntebrück gegen Krai 4:0 und 1. FC Köln gegen Mönchengladbach 1:1. Und nun begrüße ich sehr herzlich die beiden Trainer. Zunächst unseren Gast, unseren ehemaligen RWE-Spieler Marco Antwerpen. Herzlich willkommen. Und natürlich Jan Siewert von RWE. Und Herrn Antwerpen bitte ich, den Anfang zu machen und seinen Kommentar zum Spiel zu sprechen. Ja, erstmal muss ich sagen, dass ich mit der Partie natürlich von uns schon sehr zufrieden gewesen bin. Ich glaube, das, was wir uns vorgestellt haben, ist auch so aufgegangen. Wir wollten den Gegner relativ früh schon unter Druck setzen, so wie es dann auch immer unsere Art und Weise ist, Fußball zu spielen. Ich glaube, das ist uns gerade auch in der Anfangsphase sehr gut gelungen, haben Essen da sehr weit von unserem Tor weggehalten. Dass das natürlich noch eine anstrengende Art und Weise ist, Fußball zu spielen, das war uns auch klar. Dass das auch nicht immer funktioniert, das war uns auch klar. Aber ich glaube, im größten Teil des Spiels ist es uns schon immer sehr, sehr gut gelungen, das durchzuziehen, was wir uns vorgestellt hatten. Ich glaube, wenn man die erste Halbzeit sieht, die fand ich auch schon sehr ausgeglichen. Ich glaube, da war vielleicht der Chancenplus bei RWE. Wenn ich dann aber die zweite Halbzeit sehe, wo wir wirklich auch wieder sehr, sehr gut aus der Kabine gekommen sind, eine Riesentorchance durch Aygün Yildirim haben. Und ich glaube, das Spiel geht dann in die andere Richtung, wenn wir diese Chance nutzen, wenn wir 1:0 in Führung gehen, dass wir dann wahrscheinlich eventuell diese drei Punkte da mitnehmen. Hätte wenn und aber, es war nicht der Fall. Wir haben einmal gepennt in der Defensive, kassieren dort das 1:0 und Essen macht dann das 2:0 durch eine Ecke. Aber ich glaube, mit dem 1:0 war dann letztendlich das Spiel auch entschieden, weil wir schon unheimlich viel investiert haben in der Anfangsphase und dementsprechend dann hinten raus auch nicht mehr so die Körner hatten, dass wir da noch was reißen konnten. Aber insgesamt muss ich sagen, klasse Auftritt von meiner Mannschaft. Ich glaube, einen Unterschied jetzt von den beiden Mannschaften hat man in der Art und Weise nicht gesehen und dementsprechend gibt uns das Auftrieb für die kommenden schweren Aufgaben, die wir vor uns haben. Danke, Marco Antwerpen, und ich gebe rüber zu Jan Siewert. Hallo zusammen. Ich kann Ja, ich hoffe. Ich bin noch 10 Zentimeter weg, wie hier steht. Alles funktioniert. Ich glaube, das ist kein fußballerischer Leckerbissen war in der ersten Halbzeit. Das hat man auch gesehen. Wir haben eben auch schon drüber gesprochen, Marco und ich. Nichtsdestotrotz sind wir froh, dass wir eine zweite Halbzeit gespielt haben, die besser war. Ich bin auch bei Marco, dass wir ein leichtes Chancenplus hatten, dass Sebi Soko vielleicht sogar noch auf 3:0 erhöhen kann. Aber das hat er nicht getan, von daher bin ich mit 2:0 natürlich zufrieden. Bin auch froh, und das hatten wir uns auch für heute vorgenommen, dass wir die Zweikämpfe einen Tick anders bestreiten als vielleicht in Lotte auch. Dass wir trotzdem füreinander wieder da waren in Zweikampfsituationen, wo Leon Binder sich reinpfeffert. Ich habe Situationen gesehen, wo Benny Bayer sich reinpfeffert, weil wir unbedingt den Ball gewinnen wollten. Und hatten natürlich dann Situationen auch, wo wir es fußballerisch noch einen Tick besser auslösen können. Das heißt, das Zustellen von Aalen, das hatten wir so erwartet, hatten aber nicht den Mut, in den ersten Situationen es auch dann richtig rauszuspielen, mussten dann über einen langen Ball kommen, den wir dann ja nicht so gespielt haben, wie wir uns das auch vorgestellt haben, um ihn festzumachen, dass eine hintere Kette nachrücken kann. Das war nicht der Fall. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit anders angegangen, haben teilweise das Pressing ins Leere laufen lassen und haben dann auch Möglichkeiten gehabt, unser Spiel einen Tick fußballerisch qualitativ besser aufzuziehen. Nichtsdestotrotz, im Fußball geht es ja, wie jeder weiß, hier immer um Punkte. Und jetzt haben wir 3 Punkte und deswegen Gratulation an meine Mannschaft. Ich bin froh, dass sie das so bespielt haben, dann noch gegen Ende raus. Und jetzt kommen die nächsten Aufgaben. Vielen Dank und ich wünsche allen alles Gute und dir, Marco, persönlich. Danke, Jan Siewert. Und nun Gelegenheit für Sie, wieder Fragen zu stellen. Erlauben Sie mir bitte, dass ich auch heute wieder inhaltlich Ihre Fragen kurz wiederhole, wegen der Übertragung in die anderen Räumlichkeiten. Bitte schön. Eine Frage zur Auswechslung von Weiler und Schaffert an Marco Antwerpen. Ja, wir mussten relativ früh wechseln. Rico Weiler hatte sich einen Oberschenkel gezerrt
Und beim Daniel Schaffer sieht es nach Verdacht auf Innenbandriss aus. Aber ich glaube nicht, dass uns da, gut, dass man da natürlich mal eben kurz im Knie, genau, ja. Dass es dann mal so die eine oder andere Unstimmigkeit auf den Platz geht, ist, glaube ich, normal, weil wir die Positionen wechseln mussten. Die neuen Spieler müssen sich dann erst einfinden. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das uns jetzt in irgendeiner Form gehemmt hat oder dass die Abläufe im Spiel sich dann geändert hätten oder schlechter geworden sind. Weitere Fragen? Bitte. Frage, ob die Suspendierung Kevin Behrens nur heute gilt oder für längere Zeit? Also zunächst einmal bin ich froh, dass meine Mannschaft heute gewonnen hat. Und zwar mannschaftlich geschlossen, weil darum geht es im Fußball. Und das Entscheidende ist, die Frage kann ich noch gerne beantworten, es war so, dass Kevin Behrens von mir nicht mit in den Kader genommen worden wäre. Und das war für mich, die Entscheidung stand noch dann fest. Und dann ist Kevin aber krankgeschrieben. Und wenn jemand krank ist, dann erübrigt sich das ja sowieso. Dadurch muss dann andere dann den Kaderplatz klar ersetzen. Ne? Ist klar. Aber. Ja, also nochmal, ich denke, wir sollten den Fokus jetzt heute auf das Spiel lenken. Das ist ja schon viel darüber geschrieben worden. Insbesondere auch die Tatsache, dass ich gesagt habe, dass ich hätte nicht mit in den Kader genommen. Das war klar für mich. Und dann ja, ist aber Kevin krank. Punkt. Und damit hat es sich erübrigt. Und jetzt haben wir 2-0 gewonnen, haben 3 Punkte. Wie lange ist er denn krank? Werde ich dann sehen. Das war die Frage, wie lange er krankgeschrieben ist. Und meine Antwort war, werde ich dann sehen. Also nochmal, also ich bitte Sie einfach dann respektvoll damit umzugehen. Wir haben heute gewonnen, meine Mannschaft hat gewonnen, darüber bin ich sehr glücklich. Vielleicht nochmal ganz kurz eine Begründung für die Umbesetzung der Außenverteidigerposition. Eine Begründung für die Umbesetzung der Außenverteidigerposition? Ist eine gute Frage. Es ging darum, dass wir ein Tick Erfahrung auch dann in dem Moment auf die Position bringen, weil es war ja ein Spiel, da ging es ja wirklich um einiges. Es ist auch so geschrieben worden und dann brauchst du in manchen Situationen mal einen Tick mehr Routine. Und Leon Binder ist jemand, der es auch schon in Uerdingen gut gespielt hat. Patrick Huckler ist jemand, der es auch heute gut wieder interpretiert hat und auch schon seine Spiele auf der Position vorgewiesen hat. Und dann haben wir die Erfahrung einfach in dem Moment genutzt und wollten stabil stehen. Das ist uns gelungen. Wir haben ein Spiel gesehen, wo wir kein Gegentor erhalten haben und das gibt auch dann der Entscheidung recht. Noch munzeln Sie. Ja, du Gast. Ich höre mir das an und mache mir meine Gedanken. Ist gut. Okay. Weitere Fragen? Am Ende wurde es noch mal witzig. Da hat es so ja. Ich glaube, die gesamte Partie hat er ganz gut gelöst. Ich war einmal mit dem Linienrichter nicht ganz einverstanden, aber das haben wir beide dann auch ausgemerzt. Meines ist klar, es ging ja zur Sache. Für beide Mannschaften ging es um etwas. Und dann hat er in seiner diplomatischen Art die Situation bereinigt. Ohne dass wir Trainer und Platz gehen mussten. Ich möchte nochmal mit Behrens nachfragen. Sollte der aus dem Krankenstand zurückkommen, ist dann aus Ihrer Sicht dann noch eine Zusammenarbeit möglich oder wie steht er dazu? Das wäre dann ein bisschen konkreter dazu sagen. Eine Frage, ob eine Zusammenarbeit mit Kevin Behrens noch möglich ist. Nochmal, ich bin unheimlich glücklich, dass unsere Mannschaft heute gewonnen hat. Und ich finde, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Es geht um den Mannschaftssport. Und jetzt ist auch der Respekt gegenüber meinen Spielern zu sagen, pass auf, wir haben heute am Platz gestanden, wir haben gewonnen. Und jetzt ist jemand krankgeschrieben und das ist halt so. Und alles andere wird sich zeigen. Dankeschön. Aber wird das bei Ihnen Spuren hinterlassen? Das war eigentlich. Also nochmal, ich weiß ja, wo Sie hinwollen mit Ihrer Frage, ist ja auch klar. Aber was ich Ihnen auch sagen kann, ist, dass es darum geht bei uns, bei Rot-Weiß Essen, dass jeder für den anderen einsteht und dass wir Spiele gewinnen. Und in Lotte haben wir kein Spiel gewonnen. Und alles, was in Lotte passiert ist, haben wir auch schon groß und breit in den Zeitungen gelesen. Es tut mir leid, Marco, dass es länger heute wird für dich. Also, nochmal, ich finde es ein Tick despektierlich gegenüber meiner Mannschaft, muss ich Ihnen ehrlich sagen.
Weil wir haben gewonnen jetzt und vielleicht hätten wir Fragen stellen können, warum hat Sebio nicht das dritte Tor gemacht? Dann hätte ich Ihnen eine Antwort darauf gegeben, weil im Training schießt er so Dinge rein. Und jetzt ist nochmal die Frage gefragt worden, ich antworte sie auch Ihnen nochmal. Und der B antwortet sie Ihnen auch nochmal. Kevin Behrens wäre von mir nicht mit in den Kader genommen worden und dann war er krankgeschrieben. Okay. Aber ich finde nochmal, meine Mannschaft hat heute ein Spiel gezeigt, was in der ersten Halbzeit kein Leckerbissen war. So, und darum geht's. Und dann haben wir gesagt, wir gehen nochmal raus und versuchen die Zweikämpfe so zu bestreiten. Wir versuchen es fußballerisch einen Tick besser auszuspielen. Wir müssen einen Tick schneller in die Tiefe kommen. Das haben wir auch dann gemacht. Wir haben dann mit Sebio Soko und Platzo zwei Spitzen gehabt. Und ich finde, darum soll es gehen. Nicht den Fokus auf was anderes lenken. Lenken Sie den Fokus auf den Sieg für Rot-Weiß Essen. Und ich will jetzt weiterarbeiten mit meinen Jungs und mannschaftlich geschlossen Sieg einfahren. Dankeschön. Ja, gucken wir mal. Vielleicht gibt es ja noch Fragen zu anderen Themen. Fußball eventuell. Okay. Danke, Marco. Das ist keine Frage. Ja, okay. Ich denke, da wird keine Antwort erwartet. Gut, dann ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Unseren Gästen gute Heimreise. Bis zum nächsten Mal Ihnen allen hier im Stadion. Tschüss. Vielen Dank.